Seltsam, wieder hier zu stehen. Beinahe hätte ich es nicht geschafft. Ich bin entkommen. Gerade so. Wenn er doch nur nicht... Ah, man kann das Schicksal nicht ändern. Die Westwehr wird belagert. Die Shaika, die einzig verbleibende Verbindung zwischen den Völkern Eos, leisten tapfer Widerstand. Wie lange werden sie noch durchhalten? Veränderung liegt in der Luft. Ein neuer Morgen wird bald anbrechen. Doch zu keiner Zeit sind die Schatten finsterer als zu Tagesbeginn. Zeichen der Zerstörung brennen sich durch die Welt. Eo bricht auseinander. Die namenlosen Dämonen von abgrundtiefer Grausamkeit sind gewillt, alles Leben auszulöschen. Getrieben von ihrem Anführer Sasut kennen diese Kreaturen keine Grenzen mehr. Ich war Zeuge, als er befreit wurde. Ich fühlte seinen Zorn, seinen Durst nach Macht. Ich fühlte das Unglück, das er bringen würde. Doch wer ist er? Was ist er? Was macht ihn so unglaublich mächtig? Unter seiner Führung werden die Namenlosen alles und jeden vernichten. Nicht einmal die Shaikan und ihre Drachen können Sasuts Zorn widerstehen. Zwei Seelen vereint. Die Former sahen Sasuts Rückkehr voraus. Aber nun sind sie fort. Können uns keine Antworten mehr geben auf die Fragen, die uns plagen. Im Gruß der Drakon heißt es, im Schatten der finstersten Nacht weist der Silberweber uns den Weg. Werden die Götter endlich eingreifen? Wie wurde Sasut überhaupt in dieses Gefängnis verbannt? Warum haben die Götter diesen Shaikan dazu verdammt, Sasut zu befreien? Warum haben sie meine Tochter verdammt? Ich bin Greg Unschalach, gesandt von meinem Gott und Freund Ereon. Doch wozu sandte er mich ins Ödland der Tower, um Zeuge des Anfangs vom Ende zu werden? Um dem Tod meiner Tochter beizuwohnen, um zu spät zu kommen. Die Schatten dieser Nacht sind finster. Doch der Silberweber und der Gott des Wissens und der Weisheit führen meinen Weg. Wenn irgendjemand einen neuen Morgen heraufführen kann, dann die Shaikan.